schon mehrfach über das Wort Strauß oder Strauß, über die semantische Bedeutung heute gesprochen. Ich würde jetzt am liebsten die Blumensträuße an die Technik verteilen. Das macht man normalerweise zum Schluss des Tages. Ich möchte es aber gerne mal vorziehen, weil ich möchte an einer Stelle jetzt mal kurz loswerden. Es ist ganz selten der Fall, dass auch in Tech-Zusammenhängen Veranstaltungen so gut funktionieren, wir durchweg gut hörbar und sichtbar sind. Und dafür ist ein mittelgroßes Team verantwortlich, das Sie jetzt alle nicht sehen können, hinter den Kulissen, die das möglich gemacht haben, dass wir hier ohne Bugs durch den ganzen Tag mit so viel Input. Und ich möchte mich an dieser Stelle für unsere wunderbaren Kameramänner, muss ich nicht gendern, und das ganze Team hinter den Kulissen einmal kurz bedanken, damit es nicht hinten runterfällt, weil jetzt ist noch jemand da. Wir sind noch zweistellig hörbar und sehbar. Also ganz großer Dank. Ganz großer Dank. Ich hoffe, das ist okay, Professor Dr. Roberto Siemanowski, dass ich die Minute von Ihnen geklaut habe. Aber jetzt geht die Minute zurück an Sie. Sie sind deutscher Literatur- und Medienwissenschaftler, Gründer des Online-Journals für digitale Kunst und Kultur, dichtungminisdigital.org, und Sie sind Autor des Buches Todesalgorithmus, das Dilemma der künstlichen Intelligenz. Sie leben als Publizist in Berlin und dem schönen Rio de Janeiro. Seit 2020 ist er Distinguished Fellow of Global Literacy Studies am Exzellenzcluster Temporal Communities der FU Berlin. Also, mit so viel Vorschusslorbeeren kommen wir jetzt zu dem schönen Titel, und ich bin wirklich gespannt, was wir von Ihnen jetzt erwarten können. Ich weiß es nämlich gar nicht. Komplizen der Digitalisierung, Medienbildung und Hochschule. Ihre Punchlines jetzt um diese Zeit. Ja, vielen Dank für die Einführung, und natürlich bin ich einverstanden, dass Sie den Technikern erstmal den entsprechenden Applaus gegeben haben. Ich bin ja selber profitiere ja selber von deren guter Arbeit, sonst könnte ich Sie, geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, auf der anderen Seite des Interface und des Atlantik jetzt nicht anreden. Aber ich will das tun, und ich will Ihnen erzählen, was also mit dem Titel Komplizen der Digitalisierung gemeint ist und was das mit Medienbildung und Hochschule zu tun hat. Fangen wir an mit dem Naheliegenden, was wir ja erleben. Lange war der Bildschirm das Fenster zur Welt, die sich auf ihm vermittelt durch die Massenmedien und nach deren Regeln dem Publikum darbot, verbindet sich der Bildschirm mit einer Kamera, werden die Empfänger zum Sender, dann sind sie die Figuren im Bild. Haben alle Nutzer Bildschirm und Kamera, sind alle Sender und Empfänger zugleich. Gemeinschaftliches Reality-TV, wenn man so will. Nun, dies ist die Situation, in der wir uns in der Pandemie wiederfinden. Man nennt es Home Office, Homeschooling oder einfach Bildschirmmeeting. Dass wir jetzt digital miteinander verbunden sind, ich in Rio und Sie irgendwo in Deutschland oder anderswo in der Welt, ist Ausdruck dieser Entwicklung. Und ich wage die Voraussage, dass Bildschirmkonferenzen das Virus überleben werden, so wie auch die anderen Phänomene der Pandemie, Home Office, Homeschooling, Online-Shopping, Online-Streaming, das Virus überleben werden. Digital ist das neue Normal, auch in postpandemischer Zeit. Anders gesagt, das Virus erweist sich als Digitalisierungsbeschleuniger, als Komplize des Digitalen. Da gibt es keinen Zweifel. Was aber bedeutet das? Was sind die Folgen dieser Entwicklung? Worin besteht ihr Kollateralschaden? Worin besteht ihr Kollateralnutzen? Und wie verhält sich das alles zur Entwicklung künstlicher Intelligenz? Nun bedenkt man, dass Digitalisierung zugleich Datafizierung bedeutet, und bedenkt man, dass Daten das sind, woran die KI trainiert wird, dann liegt ein erster Zusammenhang schon auf der Hand. Die Pandemie ist ein Komplize der KI, weil sie dieser mehr von dem verschafft, was die KI zum Funktionieren und zur eigenen Entwicklung braucht. Die Pandemie bedeutet die Ausweitung der Datenbeschaffungszone. Dass dies Konsequenzen auch für den Datenschutz und die Privatsphäre hat, muss nicht weiter betont werden. Wenn ich nur noch online einkaufe oder Kino schaue, liegen natürlich viel mehr Daten über meine leiblichen und geistigen Vorlieben vor. Und wenn das Zoom-Meeting aufgezeichnet wird, wie es ja oft der Fall ist, geht auch keine einzige, vielleicht etwas zu vorschnelle, vielleicht absolut unbedachte Äußerung mehr verloren, die ich gemacht habe. Allerdings geht die Ausweitung der Datenbeschaffungszone viel weiter als dies. Denn wenn das Meeting aufgezeichnet wird, kann auch das analysiert werden, was nicht gesagt wurde oder was bewusst verschwiegen
wurde. Das Zauberwort heißt Affective Computing. Zwei bekannte Apps sind Affektiver und Beyond Verbal. Die Produzenten solcher Apps sehen ihre Mission darin, den enormen nonverbalen Teil der Kommunikation zu erschließen, Körpersprache und Stimmlage. Und warum nicht? Warum sollten wir nicht die anderen so gut wie möglich verstehen? Wir wollen das ständig, wir versuchen ständig, ihre Gesichter zu lesen, ihren Ton zu deuten. Was also spräche gegen eine App, die genau dies erleichtert? Dass es eine App ist. Denn wenn mein Gegenüber mich durchschaut, habe ich es wohl verdient. Bei der Arbeit, beim Autohändler, beim Pokerspiel. Wenn aber Ahnungslose mir mit Software ins Hirn sehen, werde ich nicht von Gleichrangigen zur Strecke gebracht, sondern von denen, die sich die Technik leisten können. Es ist das Ende der Waffengleichheit. Das Erraten meiner Gedanken ist freilich auch ohne Zusatzalgorithmen schon keine gerechte Sache mehr. Jede Vorgesetzte, jeder Kollege kann sich meinen Gesichtsausdruck in Großaufnahme anschauen, als säße ich so nah vor ihr wie vor meiner Kamera. Oder sie nimmt die Sitzung auf und schaut sich meinen Gesichtsausdruck in einer bestimmten Situation wiederholt und in Zeitlupe an, um zu entdecken, was ihrer Aufmerksamkeit zunächst entging. Mit Zoom liegt man potenziell ständig auf der Couch des Psychoanalytikers. In der Medienwissenschaft nennt man es das optisch Unbewusste. Details, die im Ablauf der Ereignisse normalerweise untergehen, gelangen ins Bewusstsein durch das Anhalten der Zeit im Foto, durch die Zeitlupe im Film. Der Kulturwissenschaftler Walter Benjamin, der den Begriff in den 1930er Jahren prägte, spricht vom Dynamit der Zehntelsekunde, die den Panzer des Geschehens aufsprengt. Die Zehntelsekunde, in der mein Mundwinkel sich verzog, als die Chefin mehr Einsatz für die gemeinsame Sache forderte. Dieses Dynamit befindet sich in den Händen derer, die über das Material verfügen. In den Händen meiner Chefin, die das Meeting wie angekündigt aufnahm, und meines Kollegen, der das Gleiche mit einer externen App heimlich tat. Und dann ist da natürlich noch das künftige Cambridge Analytica-Unternehmen, das, wie sich irgendwann herausstellen wird, auf krummen Wegen zu unseren Daten kam und seine Erkenntnisse daraus Dritten anbot. Nun, diese Betrachtung der Pandemie bzw. der Digitalisierung aus der Perspektive eines Kultur- und Medienwissenschaftlers macht sicher schon deutlich, dass die Digitalisierung der Gesellschaft vor große Herausforderungen stellt. Es geht nicht nur darum, die Digitalisierung technisch, logistisch und ökonomisch optimal zu gestalten. Es geht auch darum, ihre offensichtlichen und weniger offensichtlichen kulturellen, sozialen, politischen und ethischen Konsequenzen zu erkunden. Zu den offensichtlichen Konsequenzen gehört die Ausstattung von KI-Systemen mit angemessenen ethischen Grundsätzen. Das betrifft zum Beispiel die Daten, die einem Algorithmus zugrunde liegen, der über die Vergabe von Krediten bestimmt. Ist es legitim, in solche Analysen der Wahrscheinlichkeit einer zuverlässigen Kreditrückzahlung die Postleitzahl zu integrieren und die betroffene Person im Ablehnungsfalle in Sippenhaft für die schlechte Kreditgeschichte ihrer Nachbarn zu nehmen? Ein anderes Beispiel für die ethische Dimension der Datengrundlage eines KI-Systems ist die Jobrekrutierungs-KI von Amazon, die 2018 Schlagzeilen machte, weil sie Frauen diskriminierte. Der Grund war nicht böse Absicht, sondern erstaunliche Ignoranz. Die verantwortlichen Programmierer hatten die KI anhand der erfolgreichen Neueinstellungen der letzten 10 Jahre trainiert, was dazu führte, dass sie männliche Bewerber bevorzugte, weil in der Vergangenheit vor allem die eingestellt worden waren. Ein Anfängerfehler in der KI-Programmierung, der leicht behoben werden kann, wenn man der KI ausgewogenes Datenmaterial zur Verfügung stellt. Komplizierter wird es, wenn das Datenmaterial objektiv verzerrt ist, weil gesellschaftliche Schichten und ethische Gruppen einen unterschiedlichen linguistischen Fußabdruck im Internet hinterlassen.
Wenn für das Training einer Kommunikations-KI zur automatischen Generierung von Texten, wie etwa GPT-3 des Unternehmens OpenAI, vor allem Trainingsdaten von Social-News-Aggregator Reddit verwendet werden, wird die KI die Welt notwendig so sehen, wie es junge Männer tun. Denn 67% der Reddit-Nutzer in den USA sind männlich, 64% im Alter zwischen 18 und 29. Wenn KI auf der Grundlage solcher Daten trainiert wird, ist sie künstlich weiß, wie ein Buch aus dem Jahr 2020 argumentiert. Dieses Ungleichgewicht lässt sich korrigieren, wenn proportional ebenso viele Daten von Quellen gezogen werden, die weiblich dominiert sind bzw. dominiert werden von Vertretern anderer Altersgruppen. Die Inklusion sollte natürlich so ausführlich sein wie die Differenz der Gesellschaft, mit Konsequenzen auch für die Repräsentation unterschiedlicher nationaler und kultureller Identitäten innerhalb einer Altersgruppe und ethnischen Zugehörigkeit, sowie mit Konsequenzen auch für die Repräsentation der Vertreter der LGBTQIA+-Communities. Das klingt kompliziert und es ist es auch. Und die zentrale Frage ist natürlich, wer dreht mit welchem Mandat an welchen Schrauben? Korrigieren die Software-IngenieurInnen im Silicon Valley das Datenset nach Gutdünken? Gibt es internationale Aufsichtsgremien, vergleichbar Facebooks Oversight Board und Twitters Trust and Safety Council? Wer bestellt die Mitglieder? Nach welchen Kriterien entscheiden die? Wie auch immer die Antwort lauten mag, die geforderten Affirmative Actions bedeuten die Rückkehr der Gatekeeper, deren Entmachtung durch das Internet einst so enthusiastisch begrüßt worden war. Während jedoch in der Online- und Offline-Welt die ungerechte Repräsentation ebenso wie ihre Korrektur gesellschaftlich thematisiert wird, entzieht sich das Training der KI der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit. Und es kommt noch schlimmer. All diese Korrekturmaßnahmen für eine adäquate Repräsentation der Gesellschaft im Datenset der KI führen nicht notwendigerweise zu einer ausgewogenen Repräsentation der Gesellschaft, wenn die KI probabilistisch operiert, was zumeist der Fall ist. Denn dann kommt es nicht zu einem gedanklichen Ausgleich zwischen den verschiedenen Perspektiven der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Vielmehr folgt die KI dem, was das Wahrscheinlichste ist, nach dem gleichen Prinzip wie der US-Präsidentschaftswahlkampf funktioniert. The winner takes it all. Um es an einem Beispiel zu illustrieren. Angenommen, das Trainingsmaterial spricht sich zu 40% für und zu 60% gegen Abtreibung bzw. Geburtenkontrolle aus, weil eben nicht nur Daten aus Deutschland, sondern auch aus Texas und ähnlich konservativen Orten einbezogen werden. Dann wird sich diese Verteilung nicht im Output spiegeln. Im Output wird die KI trainiert an solchen Daten einfach gegen Geburtenkontrolle argumentieren. So besteht eine der Gefahren, die von der KI für den Menschen ausgehen, darin, sich mit dem Mainstream zu verbünden, der nicht einmal der Mainstream vor Ort sein muss, wenn Daten von anderen Kulturräumen hinzugenommen werden und zahlenmäßig überwiegen. Die Gefahr liegt nicht nur darin, technisch jene Tyrannei der Mehrheit zu befestigen, vor der der Philosoph und Vordenker der liberalen Demokratie John Stuart Mill vor 150 Jahren warnte und die nun aus identitätspolitischer Perspektive problematisiert wird. Die Gefahr liegt auch darin, von einer regional und kulturell fremden Mehrheit tyrannisiert zu werden. Aber auch das ist noch nicht alles. Die Gefahr liegt zugleich darin, dass der technologische Fortschritt in der Entwicklung künstlicher Intelligenz der Gesellschaft einen ethischen Paradigmenwechsel aufdrängt. Ich will dies erklären am Beispiel des autonomen Fahrzeugs, das ja bereits auf vielen Straßen unterwegs ist, ohne dass sein ethisches Dilemma schon gelöst wäre. Dass es ethische Probleme geben könnte in dieser Hinsicht,
vermutete wohl auch der deutsche Verkehrsminister, der deswegen 2016 die Ethikkommission Automatisiertes und Vernetztes Fahren zusammenstellte zur Untersuchung der möglichen Konsequenzen von KI am Steuer. Der Bericht der Kommission ein Jahr später warnt vor der Aufrechnung von Opfern nach Alter, Geschlecht, körperlicher oder geistiger Konstitution in einer Unfallsituation. Es dürfe keine Verrechnung von Lebenswert stattfinden, denn dies verbietet Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes, wonach die Würde des Menschen unantastbar ist, kein Mensch also dazu degradiert werden darf, das Mittel der Rettung anderer Menschen zu sein. Diese Degradierung erfolgt im berühmten Weichensteller-Dilemma, einem philosophischen Gedankenexperiment über ethische Grundsätze, wo eine Straßenbahn außer Kontrolle geraten ist und droht, fünf Personen zu überrollen. Die einzige Handlungsoption eines Zeugen neben dem Weichenhebel besteht darin, die Bahn auf ein Nebengleis umzuleiten, wo sie nur eine Person überfahren würde. Die bewusste Umleitung der Bahn würde diese eine Person, die bisher nicht bedroht ist, bewusst opfern, um die anderen fünf zu retten. Das wäre aus der Perspektive der deontologischen Ethik, also die im deutschen Grundgesetz festgeschrieben ist, nicht akzeptabel, aus der Perspektive der utilitaristischen Ethik allerdings durchaus. Denn ihr geht es um das größte Glück für die größte Zahl an Menschen. Und da sprechen fünf gegen ein Opfer eine deutliche Sprache. Die Entscheidung, die das Weichensteller-Dilemma suggeriert, gibt es im Falle eines Unfalls natürlich gar nicht, wenn die Reaktion spontan erfolgt, also kaum eine bewusste Entscheidung genannt werden kann. Anders ist es, wenn die KI am Steuer programmiert werden muss, wie sie in einer solchen Situation reagieren sollen. Dann stellt sich plötzlich die Frage, die sich bisher nicht ernsthaft stellte: Soll man die Weiche umstellen? Soll man der Gruppe ausweichen und die eine Person gefährden? Soll man dem Kind ausweichen und die Rentnerin opfern? Aus utilitaristischer Perspektive ließe sich diese Frage leicht beantworten und die KI klar programmieren. Die Gruppe zählt mehr als der Einzelne. Das Kind hat mehr Lebenszeit vor sich als die Rentnerin. Genau vor dieser Verrechnung von Menschenleben aber warnt die erwähnte Ethikkommission, die am völlig unpraktischen deontologischen Ethikmodell festhalten will, und zwar gegen die Ansicht der Mehrheit der Bevölkerung, wie Umfragen im Kontext der experimentellen Ethik bezeugen. Andererseits, soll man wirklich die ethischen Grundsätze einer Gesellschaft dem Stand ihrer technischen Entwicklungen anpassen? Darf die Technik die Ethik bestimmen? Das sind die zentralen Fragen, die der technische Fortschritt nicht zuletzt an das Bildungssystem stellt, das für das Verhältnis des Subjekts zu sich und seiner Umwelt verantwortlich ist. Nun, aus dem bisher Gesagten wird klar, dass der Zusammenhang Digitalisierung und Bildung komplexer ist als mitunter gedacht. Auch führt hier wiederum die Pandemie zu einer Beschleunigung, allerdings nicht in die richtige Richtung. Denn im Kontext von Homeschooling liegt der Fokus eher auf einer Bildung mit digitalen Medien als auf einer Bildung über digitale Medien und deren gesellschaftliche Auswirkungen. Dieses Problem ist allerdings nicht allein der Pandemie geschuldet und dem notwendigen Pragmatismus, den Bildungsauftrag unter den Bedingungen der physischen Distanz aufrechtzuerhalten. Schon vor der Pandemie wurde der Begriff der digitalen Bildung oft verkürzt auf die Migration der Bildung in digitale Medien, wofür nicht zuletzt der Digitalpakt Schule des Bildungsministeriums mitverantwortlich ist. Zwar enthält die offensive digitale Schultransformation vom 18. Mai 2020 auch die Forderung nach Informatikunterricht als Pflichtfach, aber auch das bereitet nur bedingt auf die Herausforderungen der digitalen Gesellschaft vor. Gewiss, es ist gut, wenn man versteht, wie ein Algorithmus funktioniert, wie ein Buch schon 2010 titelt.
Aber wer meint, dadurch der Programmierung schon zu entkommen, wenn er die Medien oder Algorithmen selbst programmieren kann, verkennt das eigentliche Problem. In der Medienwissenschaft gibt es die These von der kulturstiftenden Funktion der Medien und den berühmten Satz vom Medium als Botschaft, der ausgeschrieben heißt: Jedes Medium hat die Macht, seine eigenen Postulate dem Ahnungslosen aufzuzwängen. So ist die Botschaft oder das Postulat des Autos der Individualverkehr, von dem wir heute nicht mehr lassen können. Das Postulat der sozialen Netzwerke wiederum ist in Kombination mit dem Smartphone die Sofort- oder Echtzeitkommunikation mit all ihren positiven und negativen Konsequenzen. Eine Bildung, die auf die Herausforderungen der digitalen Medien antworten will, muss nach der Botschaft der digitalen Medien fragen und nach den kulturellen bzw. gesellschaftlichen Folgen dieser Botschaft. Wie zum Beispiel ändert sich der Welt- und Selbstbezug, wenn man Erlebnisse nicht mehr retrospektiv und reflektiert im Tagebuch oder in einem Brief notiert, sondern in Echtzeit als Foto mit den Freunden des sozialen Netzwerkes teilt. Oder, um zu unseren Beispielen zurückzukommen, was passiert mit dem Menschen, wenn sein Gesichtsausdruck von einer Software analysiert werden kann, wenn all seine Handlungen eine Datenspur hinterlassen, die durch Algorithmen auf ihre geheimsten Aussagen hin analysiert werden kann, wenn also jemand, wie es heißt, von 150 Likes, die ich auf Facebook vergeben habe, mehr über mich weiß als meine Eltern und von 300 mehr als meine Partnerin. Oder, um es ganz groß anzusetzen, was passiert mit der Gesellschaft, wenn sie ihr altes Ziel, über sich selbst Bescheid zu wissen, nunmehr mittels Big Data und KI zur Perfektion treiben kann und nahezu nichts mehr unbeobachtet oder unvermessen bleibt? Was passiert mit dem freien Willen, wenn der technologische Fortschritt ermöglicht, das Verhalten der Bürger technisch zu regulieren und zum Beispiel die KI im Auto die Geschwindigkeitsüberschreitung verhindert? Inwiefern soll die Gesellschaft ihre ethischen Grundsätze den Möglichkeiten und Notwendigkeiten ihrer Technik angleichen? All das sind zentrale Fragen, die im Kontext der Digitalisierung geklärt oder zumindest diskutiert werden müssen, um eine KI-kompetente Zivilgesellschaft zu schaffen. Es sind kulturwissenschaftliche und gesellschaftspolitische Fragen, die weit über den pragmatischen Aspekt einer Mediennutzungskompetenz hinausgehen. Zu den Future Skills der kommenden Gesellschaft gehört unverzichtbar auch Medienreflexionskompetenz. Diese Medienreflexionskompetenz wird noch nicht durch die Digitalisierung des Unterrichts in den Schulen geschaffen und auch nicht durch die Digitalisierung der Forschungsmethoden an den Universitäten, wo im Kontext der Digital Humanities Big Data und KI zwar als methodische Ergänzungen zum Einsatz kommen, aber noch zu wenig selbst Gegenstand der Diskussion sind. Auf diese Diskussion der kulturstiftenden Funktion der Medien kommt es an, um nicht blind Technologien zu entwickeln, nur weil sie sich entwickeln lassen. Die Frage für Politik, Wirtschaft und eben für das Bildungssystem sollte sein: Wie lassen sich Technologien so entwickeln, dass sie nachhaltig sind? Nicht nur in ökologischer Hinsicht, sondern auch in psychologischer, sozialer, politischer und zivilgesellschaftlicher. Es ist eine große Herausforderung, aber auch eine spannende, zu der ich uns allen viel Glück wünsche. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Simanowski. Das Glück nehme ich gerne entgegen und spiele es direkt wieder zu Ihnen zurück. Wo Sie von der Nachhaltigkeit, die Sie fordern, sprechen, wir auf der anderen Seite aber, und ich sage nur die GAFAs dieser Welt, riesige Gewinninteressen dagegen haben und wir ja alle schön das Spiel mitspielen, habe ich die Frage: Wen sehen Sie in der Verantwortungspflicht? Sehen Sie das Individuum?
die, wie heißt, haben Sie gesagt, Datenbeschaffungszone abzuschneiden, indem ich mich entkopple? Oder sehen Sie die Verantwortung auf europäischer, nationaler oder globaler Ebene im Sinne der Regulation zu sagen, damit diese Nachhaltigkeit wirklich auch geschaffen werden kann, brauchen wir dringend Mechanismen, die dem Einhalt gebieten. Wo sehen Sie die Verantwortung? Also ich sehe sie vor allem auf der nationalen und auf der internationalen Ebene. Natürlich brauchen wir eine Regelung, wie die EU jetzt, es jetzt mit dem Digital Market und mit dem Digital Service Pact versucht. Wir müssen die großen Unternehmen da in die Pflicht nehmen, dass sie ihre Monopolstellung nicht ausnutzt, sodass überhaupt kein Wettbewerb mehr möglich ist. Und die Idee, dass es da auch eine gewisse Vergesellschaftung an Daten, dass eine gewisse Vergesellschaftung an Daten passieren muss, die gab es ja schon von der vormaligen SPD-Vorsitzenden, als sie sagte, dass große Unternehmen eben auch Daten abgeben sollen, damit kleine Unternehmen überhaupt die Möglichkeit haben, noch Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also da sehe ich auf jeden Fall zunächst die Verantwortung. Über das andere, das Individuelle, können wir noch sprechen, aber das wäre nachgeordnet, denke ich. Okay, wir haben noch genau anderthalb Minuten, deswegen zwei ganz kurze Fragen noch. Hölderlin hat, ich glaube, 18.8 hat er gesagt, wo die Gefahr wächst, wächst das Rettende auch oder so ähnlich. Wo ist das Rettende, auf das Sie hoffen in dieser unfassbaren Transformation? Also Heidegger hat in seinem Essay zur Frage der Technik Hölderlin zitiert und interpretiert, und die Gefahr ist das Rettende, wenn sie als die Gefahr bekannt ist, sagte er. Und darauf kommt es an. Wir müssen also über die Folgen der digitalen Medien sprechen. Oft kennen wir sie noch gar nicht. Wir müssen aber fragen, was sind die Folgen, um eben mögliche Gefahren zu erkennen. Und dann müssen wir sehen, wie man darauf reagieren soll. Es wäre also fatal, mit dem Wahlspruch der FDP vor 5 Jahren, Digital First, Bedenken Second, in die Digitalisierung zu gehen. Wir brauchen bedenkend mindestens zeitgleich, wenn nicht bevor wir die Digitalisierung oder bestimmte digitale Systeme installieren. Okay, und allerletzte kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ethikrat, zurück zu dem Straßenbahnbeispiel. Gibt es Dilemmata, die unauflöslich sind, wo auch ein Ethikrat letztlich auch im Dienste der KI keine Antworten geben kann, wie da, wenn wir Menschenleben nicht quantifizieren wollen im Sinne von, das eine ist mehr wert als das andere? Gibt es dafür vielleicht einfach keine Antwort? Das ist die Definition des Dilemmas, dass es nicht lösbar ist, dass jede Variante es zu lösen unzufrieden lässt von einer bestimmten Perspektive. Die Frage für uns ist also, welche Perspektiven werden wir in der Zukunft einnehmen? Und das stellt sich hier in die Frage, mit welchem ethischen Rahmenmodell wir operieren. Das Utilitaristische wäre dann in diesem Falle für die Quantifizierung das geeignetere. Aber das ist nicht das, worauf wir uns bisher zumindest in Deutschland geeinigt haben. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank nach Rio de Janeiro. Sie haben ja, bei Ihnen ist ja Gottlob jetzt morgen. Es ist nicht mitten in der Nacht. Ich glaube, wir müssen in die Richtung gucken. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für Ihre spannenden Dreingaben und Inspirationen. Und wir nehmen einiges davon mit gleich ins nächste Panel. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause und dann ist das finale Panel von heute Abend eröffnet. Vielen tausend Dank für Ihre Aufmerksamkeit.